So, wir schauen nochmal. Das, was in den letzten Selbstgesprächen besprochen wurde, diese einfachen Sätze, die ich jetzt immer wieder wiederhole, die sind elementar wichtig für dich. Wir versuchen einmal einen Bewusstseinstest zu machen. Ich habe da eine Kleinigkeit aufgesetzt. Das schalte ich jetzt mal ein, da übertrage ich den Bildschirm ganz kurz. Ich will da nicht so arg in die Worte gehen. Das müssen wir wegmachen. Das müssen wir wegmachen. Habt ihr den Text? Ja. Ja. Das soll jetzt so der Überschrift für dieses Selbstgespräch werden. Da ist es das erste Mal Holofeeling, hier der absolute Bewusstseins-Selbsttest. Dieser Bewusstseins-Selbsttest zeigt und erklärt ihr Geist, wem sonst eine Information, einem Gedanken kann nichts erklärt werden. Was du Geist selbst bist, ein ewiger, unveränderlicher Geist. Und was deine ständig wechselnden vergänglichen Informationen sind. Einen Lebenstraum erlebt einzig der Geist, der bewusst träumt. Aber nicht der von dir Geist ausgedachte Protagonist des Traums. Das bist du Geist selbst als Homo person somnium, das heißt als unbewusste Person und Hauptrolle im Traum. Deine ebenfalls nur ausgedachten Traumantagonistenrollen erleben diesen Traum auch nicht. Das ist also der Aufhänger für dieses Video. Und es ist so unendlich wichtig, dass man das versteht, etwas versteht, was eigentlich sich von selbst versteht, in dem Moment, wo man Bewusstsein ist. Jetzt ist die Frage, wie kann ich überprüfen, ob man Bewusstsein ist? Du kannst dir jetzt tausende von Videos anschauen über Gehirnforschung, über Bewusstseinsforschung, über Esoterik. Alle versuchen dir das zu erklären, aber keiner bringt es auf den Punkt. Es gibt einen hundertprozentig sicheren Test, ob du Bewusstsein bist oder nicht. Den kann man in 30 Sekunden machen. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Bewusstsein. Alles, was du dir jetzt ausdenkst, hört nichts. Es sind deine Informationen. Alles Existierende ist vergänglich. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst und das nicht akzeptierst und Holofilin keine Aufmerksamkeit widmest, hast du ein Riesenproblem. Ich sage immer wieder, keine Drohung, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich für das Wesentliche in deinem Leben zu interessieren, nämlich für das, was du selbst bist. Das ist der Sinn dieses Lebens. Das ist also relativ einfach, wenn ich immer dieselben Sätze sage, aber sie sind offensichtlich für die Masse nicht verstehbar. Ich weiß, es gibt jetzt, was ich Geistesfunk nenne, einige Geistesfunk, die sich mehr dafür interessieren, aber in einer gewissen Art von Selbsterkenntnis wirst du dir eingestehen müssen, dass es immer bloß im Jetzt Phasen sind, wo du sehr konzentriert bist und sobald du wieder mit weltlichen Sachen konfrontiert wirst, gehst du sofort von einer Sekunde auf die andere in die Vergessenheit. Es muss bloß dein Handy klingeln. Dann verwechselst du dich wieder mit einem Gedanken von dir selbst. Und es ist, der Trick besteht wirklich nur darin, zu akzeptieren, was hundertprozentig sicher ist. Dazu muss ich zuerst wissen, was hundertprozentig sicher ist. Und da muss ich einfach schauen, was jetzt da ist. Das, was jetzt existiert, was ich überprüfen kann, hier und jetzt auf der Stelle, das ist hundertprozentig sicher. Ich bin der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Das heißt, das, was du jetzt erlebst, in dem Augenblick ist eine Information von dir. Und du musst jetzt nur das zweite Gebot halten. Natürlich vorhergehend erst einmal das erste Gebot halten, wenn man das weiß. Mach dir kein Bild von dir selbst. Tausende Mal wiederhole ich den Satz, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Und ich spreche jetzt zu einem bewussten Geist, der seine Informationen anschaut, weil das, was du jetzt erlebst, ist deine Information, sonst würdest du es nicht erleben. Da kommt auch nichts von außen. Ich sage, der Monitor, den du jetzt vor dir siehst, das ist einfach nur etwas in unserer Symbolik, dass du es logisch nachvollziehen kannst auf deiner VR-Brille. Und die Stimme, die du hörst, ist ein Lautsprecher. Und das Pixel-Arrangement, das du jetzt auf dem Monitor vor dir siehst, das sind keine Menschen. Es sind einfach nur Lämmchen in einer gewissen Anordnung, die in dir die Illusion erzeugen,
dass das Menschen wären. Und jetzt kommt natürlich volle Breitseite, sobald du dir da Gedanken drüber machst, deine anerzogene Logik, deine Siri-Logik, wie ich das nenne. Jeder normale Mensch, und dazu zählt jetzt auch dieser normale Mensch, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt, dieser Körper, den du wahrnimmst, in dem Moment, wo du dir diesen Körper der einzuhüllen scheint, ist auch nur eine Information, die nur existiert, wenn du dran denkst. Und ich sage, das ist hundertprozentig sicher. Und dann wird dir irgendwann einmal bewusst, in was für einen unendlichen Wahn von Lügen deiner Lehrer und deiner Erzieher du gelebt hast, das dir vollkommen logisch erschienen ist, weil du eben so programmiert bist wie ein Computer. Dass egal welchen Fachmann du jetzt in deinem Traum aufsuchst, welchen Antagonisten, der dann in Erscheinung treten kann, auch real auf deiner VR-Brille, alles, was die dir erzählen, ist zuerst einmal nur deshalb, weil du das jetzt träumst. Das ist ganz wichtig, der Schöpfer du selber. Die Entgöttlichung beginnt schon in dem Moment, wo du meinst, dass unabhängig von dir da außen was existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Das ist nämlich etwas, was du in keinster Weise überprüfen kannst. Das ist blinder, dogmatischer Glaube. In der Wissenschaft nennt man das ein Axiom. Eine Grundannahme, die nicht überprüft werden kann, die aber als allgemein richtig gilt und die nicht mehr in Frage gestellt wird. Und genau dieses nicht mehr in Frage stellen von Sachen, die nicht hundertprozentig sicher bewiesen sind, erzeugen das Gefängnis, in das du dich zurzeit einsperrst. Das wird so lange dauern, bis du das durchbrichst. Das heißt, du musst deine Logik erweitern. Diese Erweiterung der Logik heißt nicht, dass du die bestehende Logik in irgendeiner Form veränderst, sondern indem du was vollkommen Unlogisches hinzufügst, von dieser Logik aus gesehen, das deiner Logik vollkommen widerspricht. Immer die Sache, wir brauchen so einen Kreis, brauchen wir ein Dreieck, dass wir zum Kegel kommen. Zur Gesundheit brauchen wir die Krankheit, dass wir zur Heiligkeit kommen. Das ist immer dieses Spiel, das ich tausendmal durchspiele. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. In dem Augenblick, wo einer diskutieren will, geht es schon wieder dahin. Darum sage ich, du kannst dieses Selbstgespräch jederzeit zu einem Test machen. Jetzt auf dieser unteren Traumweltebene, du als Protagonist und alle, die in dir sonst in Erscheinung treten, sind Antagonisten von dir. Auf die Worte bin ich reichlich eingegangen. Und dann beobachtest du Geister mal, wie reagiert wird. Und es ist das ganze Spiel von Holofeeling, das mir seit, jetzt rede ich bewusst, Worte, die in dir ein Gefühl von Vergangenheit auslösen werden. Was ich seit 20 Jahren erkläre, vom ersten Tag an, seit ich hier in deiner Traumwelt in Erscheinung getreten bin. Ich kann immer bloß jetzt in Erscheinung treten. Als Gedanke, wenn du an Jesus denkst, an Sokrates, an Einstein, es sind alles Figuren, die du erschaffst aufgrund von Wissen, hier und jetzt in deinem Kopf. Du kannst auch an Superman denken und an Rumpelstilzchen denken und an Schneewittchen denken. Was ist der Unterschied zwischen Schneewittchen und Einstein? Es gibt keinen Unterschied. Es sind jetzt einfach nur zwei Worte, die du hörst, und diese Worte werden in Maßsetzung deines anerzogenen Programms, deiner Logik, eine Vorstellung in dir aufwerten und eine Bewertung in dir aufwerten. Ihr könnt jetzt auch irgendwelche Politikernamen sagen. Oder James Bond. Oder Goethe oder Udo Lindenberg. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind Worte. Im Anfang war das Wort, und du wirst mit einer anerzogenen Interpretationslogik, wirst du aus diesen Worten in die hier und jetzt eine, zuerst einmal einen Gedanken aufbauen. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, dass du glaubst, du hättest mit den Dingen, die du dir denkst, hier und jetzt denkst, aus welchem Grund auch immer, dass das jetzt von dir gedacht wird, ob das aufgrund eines Reizauslösers passiert, wie ich das sage, ein Reizauslöser, der in dir auftaucht, wo du zwanghaft reagierst, mein Klingelingeling-Beispiel, oder ob du das es einfacher so in dir auftaucht, der Gedanke schon als Ding an sich, ohne dass du auf einen Reizauslöser reagierst. Es wird eine Information in dir entstehen, entstehen, in Bewegung gesetzt, in einen ständigen Wechsel. Das ist dann, das nenne ich Hirnwichserei, von der du glaubst, bisher mit deiner jetzig anerzogenen Logik, dass du mit den Sachen, die du jetzt denkst, überhaupt nichts zu tun hast. Ob ich jetzt
einfach heliozentrisches Weltbild sage, oder ich sage jetzt Einstein oder Donald Trump, es sind doch zuerst einmal nur Geräusche. Wir können das auch Worte nennen. Und wenn du dir jetzt aufgrund von Namen irgendwelche Personen ausdenkst, ich nenne das Märchenfiguren, Traumfiguren, Antagonisten in einem Traum, dann muss dir klar sein, sie sind nur deshalb, weil du sie jetzt denkst. Das gilt für den Superman und das Schneewittchen genauso wie für die Angela Merkel und den Donald Trump. All die Sachen, all diese Menschen, die du jetzt denkst, kennst du nur vom Hörensagen, behaupte ich einmal, auf deinem Programm. Du hast weder den einen noch den anderen jemals real gesehen. Es gibt natürlich auch Programme, wo ich sagen kann, den habe ich ja schon mit eigenen Augen gesehen. Das heißt nur, dass er sinnlich wahrgenommen auf deiner Vorabbrillenerscheinung getreten ist. Das Prinzip bleibt das gleiche. Eine sinnlich wahrgenommene Information ist genauso eine Information, die von dir Geist wahrgenommen wird. Und da du Geist bist, haben wir gerade schon festgestellt, weil du jetzt dieses Gespräch hast. Ob jetzt der von dir ausgedachte Holger, die Kerstin und die Ariane, diese Pixelmännchen auf dem Bildschirm, dieses Gespräch auch hören, das bestimmst du. Weil das jetzt einfach nur Gedanken von dir sind. Also die Pixelmännchen auf dem Monitor hören es mit Sicherheit nicht. Und du merkst, du hast jetzt ein logisches Konstruktprogramm im Hintergrund. Das ist so hartnäckig. Das ist extrem hartnäckig. Die große Schwierigkeit ist, ich sage, es muss nur, wenn du normal über Holofeeling studierst oder dir solche Selbstgespräche anhörst, es muss nur dein Handy klingeln. Was übrigens gar nicht funktionieren kann, das Handy kann gar nicht klingeln. Du kannst dein Klingeln als Reizlöser hören und dann denkst du zwangsläufig an dein Handy. Mein Klingelingeling-Beispiel. Dein momentaner Glaube dreht die Kausalität auf den Kopf. Ich kann es nicht oft genug sagen. Mhm. Aber selbst wenn wir die Kausalität umdrehen, ist es immer noch eine einseitige Sichtweise. Mhm. Darum sind diese Kindergartenbeispiele, die hier in den Holofeeling-Schriften auftauchen, zum Beispiel das Klingelingeling-Beispiel, das über auf einer Unmenge von Selbstgesprächen auch von mir in allen Variationen durcherklärt wird. Ich behaupte, dass du Geistesfunken, selbst wenn du dich 20 Jahre intensiv mit Holofeeling beschäftigst, das zwar logisch begriffen hast, aber du hast das in keinster Weise verstanden. Das beweist dir dein ständiger Alltag. Ja. Dass du eigentlich zu 99% der Zeit immer noch im Unbewusstsein lebst, obwohl du Bewusstsein bist. Als der, der du zu sein glaubst. Das ist übrigens kein Vorwurf, ist auch nicht schlimm, weil Holofeeling... Nee. Ist ja ganz maßgeschneidert, wo ich sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, wird maßgeschneidert speziell für dich erzeugt in deinem Traum. Da läuft auch nie irgendwas verkehrt. Und wenn ich jetzt immer das Beispiel sage, du musst jetzt erst einmal in einen Zustand kommen der Selbstbeobachtung. Das, was man in der Religion Meditation denkt, funktioniert in keinster Weise in einem Kaufmannsdenken, wenn du dich, wie ich immer ironisch sage, hinsetzt auf ein Sitzkissen, ein Räucherstäbchen ansitzt und dann umschreist und die Augen zumachst im Schneidersitz. Oder dich mit irgendwelchen anderen Ritualen versuchst wegzubeamen, in das Satori zu kommen. Du musst es jeden Moment praktizieren, diese Meditation. Das heißt, es ist eine absolut permanente Selbstbeobachtung im Hier und Jetzt und es kann nur ein ewiger Geist und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen wirst. Und jetzt haben wir natürlich diese Stufen der Vergessenheit, auch in Bezug auf das, was du zu sein glaubst. Dass ich so oft durchgespielt habe, ich muss das immer wieder wiederholen, es ist wichtig, ich mache das für dich Geist, nicht für irgendeinen von dir ausgedachten Trockennosenaffen. Ich spreche hier nur zu einem allereinzigen Geist, zu dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ein Satz, der ist so elementar wichtig, wenn ich sage, unheimlich viele extrem einfache Sätze heben alles, was du bisher als menschliche Weisheit betrachtet hast, aus den Angeln. Egal, ob es sich dabei um religiöse Weisheiten, um naturwissenschaftliches Wissen oder esoterische Weisheiten handelt. Die übrigens alle stimmen, all diese Sachen stimmen. Das ist schon das erste Verrückte an Holofeeling. Ich wiederhole immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendein Wissenselement, das du dir denken kannst, das du vom Hörensagen kennst, das du in der Regel übrigens auch bewertest, ob das stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Ich sage, all diese Wissenselemente sind schon in dem Moment, wo du sie denkst, wichtige Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen, das wir selbst sind. Wer ist wir?
Wie ist eigentlich nur einer? Das ist der vom Bücherregal, wie ich das nenne. Dieses Spiel mit dem Bücherregal erzähle ich nicht nochmal, aber was jetzt ganz wichtig ist, was man verstehen sollte in der Beobachtung, der Unterschied, ob ich mich personifiziert empfinde in einer, ich nenne es mal modern computertechnisch, in einer virtuellen Welt um mich herum, wo ich immer das Zentrum bin, immer der Mittelpunkt bin, egal was ich denke, das ist die Sache, einfach die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Das reduziere ich jetzt einmal, dass ich sage, du schaust den Film an. Wir sind in einem Kino und in dem Kino läuft ein Film. Ich mache jetzt das absichtlich so abstrakt, ich sage oft, wir sind in einem Theater und auf der Bühne spielen irgendwelche Schauspieler eine Rolle. Das heißt, es ist die erste, diese Figuren als Ding an sich ist ein einziges Dasein müssen. Festgelegte Charaktere, das können ein Zeichentrickfilm sein. Das spielt überhaupt keinen Unterschied, ob du dir einen Zeichentrickfilm anschaust oder einen Film mit Schauspielern anschaust, wobei da schon wieder von dir eine andere Vergangenheit gesetzt wird. Der Zeichentrickfilm wurde irgendwie gezeichnet, das sind natürlich keine Menschen, die nichts empfinden. Und die Schauspieler haben das natürlich in der Vergangenheit gespielt. Und wenn einer geschlagen wird, hat er natürlich keine Schmerzen, weil das ja bloß ein Schauspiel ist. Das ist ja nur ein Schauspiel. Die Stufen der Vergessenheit. Aber wir bleiben mal bloß bei dem Film. Die nächste Stufe ist, dass du zu einem Zuschauer wirst. Wenn in dem Kino jetzt welche sitzen und den Film anschauen, wird jeder den Film anders bewerten. Der eine wird mit dem Charakter sympathisieren und der andere sympathisiert mit dem Charakter. Das ist jetzt schon einmal eine gewisse höhere wertige Stufung, weil du jetzt zu einem Beobachter wirst, aber die wir uns jetzt wieder ausdenken, es ist kein Unterschied, ob du dir die Figuren auf der Leinwand ausdenkst oder die Zuschauer in dem Kino ausdenkst. Es sind ausgedachte Sachen und ausgedachte Sachen haben keine Wahrnehmungsfähigkeit. Es sind einfach nur Informationen, existierende Informationen im Kopf des träumenden Geistes. Und jetzt kommt nochmal so ein Satz, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Alle Sachen, die geträumt werden, sind ein Dasein müssen, die genauso sind wie der Träumer, das träumt. Jede Figur, die in einem Traum in Erscheinung tritt, wird das sprechen und genauso sein, zum Beispiel charakterlich in Bezug auf Menschen, wie der Träumer im Hintergrund sich diese Figuren ausdenkt. Ja. Jetzt kommt natürlich im unbewussten Traumzustand, denkst du dir viele auf, die in dir in Erscheinung treten und du redest ja, ich weiß ja nicht, was der weiß. Das ist mein Beispiel mit der Kiste. Jeder Trockennasenaffenkopf, jeder Schädel, den du dir denkst von einem lebendigen Menschen, ist das doch mal für dich wie eine ausgedachte Kiste. Der Kopf existiert, der Mensch existiert nur, wenn du an ihn denkst, dasselbe gilt für eine Kiste, die du denkst. Aber jetzt kommt das Problem in deinem Programm. Du weißt sofort erst einmal, dass in dem Kopf ein Gehirn drin ist. In der Kiste ist erst was drin, wenn du dir was reindenkst. Und in dem Gehirn, das Wissen, das du in ein Gehirn reindenkst, ist genau das Wissen, das du dir in das Gehirn reindenkst. Und sagst du, ich weiß ja nicht, was der weiß. Das ist wie wenn du eine Kiste denkst und du sagst, ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist, die du dir jetzt denkst. Die übrigens nicht existiert, wenn du sie nicht denkst. Dasselbe gilt für jeden Menschen, den du nicht denkst, inklusive dein eigener Körper. All diese Aussagen sind jetzt hundertprozentig sicher. Und du wirst jetzt ganz massiv merken, wie dein Ego, dein anerzogener Intellekt reingrätscht und das als einen absoluten Blödsinn abtut. Das ist das, was ich auch tausende Male wiederholt habe, unser Gespräch zwischen Ersten und zwischen Zweiten. Der Erste behauptet Sachen, die du Geist auf der Stelle sofort überprüfen kannst, wenn du die Gedankengänge mitgehst. Der Zweite, die anerzogene Logik, baut auf einen Glauben auf, wo du 99% nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Jetzt muss ich aber genau werden, das ist ein bisschen komplexer, weil das jetzt eine einseitige Aussage war. Du kannst sehr viele Sachen dann trotzdem überprüfen. Aber nur in Form von Konstrukt. Das ist das Spiel, weil du in der Lage bist, den Glauben zu verwirklichen. Das ist ja unser schönes, dieses im Anfang erschuf, dieses Bereshit Bara Elohim. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn man das kleine Pitzelmännchen Udo anschaut, da steht immer dieses Bereshit. Das heißt eigentlich inmitten dieses Kopfes. Und dann kommt es hier, Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, etwas hingestellt, etwas erschaffen. Und dann kommt dieses Bara Elohim.
Bara ist erschaffen, schöpfen durch einen Gott. Du schöpfst, du bist ein Schöpfer, aber woraus schöpfst du deine Gedanken, wenn du über was nachgrübelst? Aus dir selbst? Es sind Informationen, die aus dem tiefsten Inneren entspringen, diese Gedankenwelt. Von außen kommt gar nichts. Du kannst nichts von außen in dich hineinschaufeln und dann doch wieder, ich betone jetzt, mir geht es um diese Einseitigkeit, weil das jetzt erst einmal einseitige Aussagen sind. Die magst du vollkommen, dass du sagst, selbstverständlich kann ich von außen was in mich hineinschaufeln, aber bloß das, was ich mir ausdenke. Weil da außen ja nichts ist, zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. DR außen, immer dran denken, DR, wenn wir es hebraisieren, heißt die geöffnete Berechnung, ist gleich eine Generation. Und außen mit einem scharfen S ist AUB. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das Innen, das Innerhalb und das Außerhalb ist untrennbar miteinander verbunden. Genau dasselbe gilt für die Gedanken, die du denkst und den, der sich's ausdenkt. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem deines tiefsten inneren Glaubens. Bis dato bist du felsenfest davon überzeugt, dass wenn du dir jetzt die große Masse, das Gros deiner Gedanken, wie man das nennt, dass du überhaupt nichts mit dem, was du denkst, zu tun hast. Dass das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst, gilt für dich als hundertprozentig sicher. Das ist etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und das ist ein Großteil der Gedanken, was du Geschichte, menschliche Geschichte nennst. Oder Entstehung des Weltraums, des Universums. Dass das schon da war, bevor es dich gegeben hat. Und das ist hundertprozentig sicher. Es ist definitiv, du bist hundertprozentig sicher, dass du als Denker mit dem, was du denkst, überhaupt nichts zu tun hast und deine Gedanken, die von dir gedacht werden, auch dann existieren, wenn du nicht an sie denkst. Wenn du das jetzt 100-mal hintereinander wie ein Gebet wiederholst, dann wirst du feststellen, in was für einen Wahn du dich hineingedacht hast. Weil du Menschen vertraut hast, die nur dann existieren, wenn du sie ausdenkst. Du müsstest bloß einmal selber denken, eine eigene Meinung haben. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist deine ureigenste Meinung. Egal welchen Glauben du anhängst, egal welcher Mensch du sein sollst, egal welcher Rasse du Geist dich jetzt zusprichst. Trockennasenaffentechnisch. Es ist ungefähr so, ob wir jetzt darüber diskutieren, ob du dir jetzt hier dich als Deutschen denkst oder als Türken oder als Franzosen oder als Amerikaner. Ich mag es aber wenn schön, ob du denkst, du bist der Schimpansier oder ein Udan oder ein Gorilla. Das sind alles verschiedene Affen. Affenrassen. Das sind Primaten. Die einen wie die anderen. Die Deutschen, ausgedachten Deutschen, die ausgedachten Türken, die Südafrikaner, die Nepalesen, egal was du denkst, es sind zuerst einmal Gedanken, die von dir gedacht wurden. Übrigens aufgrund von Worten. Ich könnte jetzt wieder ganz definitiv sagen, in dem Moment, wo wir jetzt die Stimme umschalten auf Chinesisch oder Portugiesisch, würdest du mit deinem jetzigen Intellekt wahrscheinlich bloß noch Geräusche hören. Und dann zappst du weg, weil du es nicht verstehst. Obwohl ich jetzt ein relativ klares, einfaches Deutsch, ich gebe zu, mit einem leichten fränkischen Akzent spreche, kannst du aus diesen Geräuschen, aus diesen Worten Vorstellungen generieren, aber die Vorstellungen, die du bei einem Wort generierst, stehen und fallen mit deinem Interpretationssystem. Darum sage ich, das Wort Mensch, dein blau geschriebenes großes Ich, wie ich das nenne, oder auch Schwamminhalt, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm gleich einem Computerprogramm. Es ist Intellekt. Und du reagierst auf Sachen, die du dir selber denkst. Das nenne ich Reizauslöser. Es ist die präzise Beschreibung, wie Geistsein funktioniert. Und dann sind diese vielen kleinen Beispiele, es ist eigentlich haarsträubend, solange ich mir jetzt Menschen Trockennasenaffen denke, von denen erwarte ich nichts. Nicht das Geringste. Wie oft habe ich das Beispiel Wippertal-Weißenburg, das sind 201 Menschen in einem Raum. Wie oft habe ich dieses Beispiel schon erklärt, wie oft hast du das schon gehört? Ich erwarte nicht, dass das irgendein Gedanke von mir versteht. Von denen erwarte ich gar nichts. Ich sage mal als Udo, die Menschen, die du dir ausdenkst, die Affen gehen mir am Arsch vorbei. Haben keine Überlebenschance, weil nichts Existierendes für die Ewigkeit erschaffen ist. Meine Adresse ist der, der dieses Gespräch jetzt hört, der jetzt den Lautsprecher, den Udo, nenn es, wie du es willst, sprechen hört in sich.
Da kommt auch nichts von außen, keine Schallwellen, zeig sie mir. Du wirst merken, wie fein dein Programm gestrickt ist, dich in dem Gefängnis festzuhalten. Gibt es diese simple Metapher in einem der Offenbarungsschriften, diese Geschichte von dem Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat? Ein Gefängnis, wo die Türen offen sind, jeder könnte raus, aber keiner will raus. Ein Weidezaun, wo sich alle dran festklammern, weil sie meinen, der gibt Sicherheit, das Geld gibt Sicherheit. Das Geld ist auch Weidezaun. Stimmt. Ich sage mal, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspüren, bis du merkst, dass du um dich herum eigentlich nur Wahnsinnige ausdenkst, deine ganze Elite, deine Welt verbessert, egal für was sie demonstrieren. Dass das der pur Vorgelebte in deinem Traum als Protagonist, Entschuldigung, als Antagonisten in deinem Traum, dass das alles Wahnsinnige sind. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Satz, die Quelle dafür ist der Wahnsinn, den du selber anhängst. Das ist der, der du zu sein glaubst. Weil das nämlich Spiegelbilder deines Glaubens sind in unendlich vielen Facetten. Du bist das Projektionsdisplay deiner Persona. Mein Videobeamer-Beispiel. Dein Intellekt, dein Glaube macht es. Und wenn ich jetzt diese Beispiele bringe, beobachte, du musst jetzt die Schritte, ich gehe weg von der Bühne zu dem im Zuschauerraum werden. Der Zuschauerraum ist dein Kopf, du bist ein träumender Geist. Und da sitzt zurzeit nur ein Zuschauer drin, den kannst du beobachten. Du kannst genau beobachten, wie auf die Bilder, die er selber sich ausdenkt, reagiert. Ich könnte jetzt ganz einfach mal sagen, die ganzen Informationen in dem ständigen Wechsel, der in dir abläuft, du Geist bist der Einzige, der beobachten kann, was da genau passiert. Was jetzt da ist und vor allem wichtig ist, deinen eigenen Charakter beobachten. Wie du reagierst. Ich sage, mach dir bewusst, mit welchen Informationen du sympathisierst, mit welchen Menschen, sage ich jetzt einmal, mit welchen Meinungen, mit welchen Glaubenssystemen du sympathisierst. Das sind genau die, wo die Äußerungen, die in dir auftauchen, logisch erscheinen. Die kompatibel sind mit deiner eigenen Logik und welche du komplett ablehnst, wo du zutiefst erschüttert, entsetzt teilweise bist. Wie kann man sowas glauben? Als wenn sich irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, seinen Glauben raussuchen kann. Ja. Ich drücke es einmal ganz klar aus, als ob irgendein Gedanke, den du dir jetzt denkst, weil jeder Mensch, an den du jetzt denkst, den du denkst, ja von dir erschaffen wird. Der entsteht ja erst in dir, in dem Augenblick, wo du dir diesen Menschen denkst. Und ich lasse jetzt einmal die sinnlich wahrgenommenen Informationen auf der Verabredung vollkommen beiseite. Für die gilt komplett dasselbe. Es sind genauso Informationen. Da kann ich tausendmal sagen, wenn du jetzt irgendwo hinschaust, schaust du auf eine imaginäre, symbolische Verabredung, da außen ist nichts, die angesteuert wird von dir selbst. Das ist die Realisierung deines Traums. Die Ursache ist ein Programm. Wenn du jetzt deinen jetzt ausgedachten Kopf drehst, wird sich das Bild auf deiner Verabredung, deine sinnlich wahrgenommene Information verändern, wie in einem Videospiel, wenn du den Joystick bewegst. Und auch hierfür gilt, es existiert für dich sinnlich wahrgenommen immer nur das, was jetzt im Moment in einem ständigen Wechsel sinnlich wahrgenommen vorliegt. Wo kommt es her und wo geht es hin, wenn du es nicht mehr denkst? Du bist dir natürlich hundertprozentig sicher, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du nicht hinschaust. Du brichst das zweite Gebot und das zweite Gebot wird dir Geist selbst nicht das Genick brechen. Weil du ewig bist, das ist ein Versprechen. Aber du wirst ewig leiden, bis du anfängst, dich für die nächsthöhere Ebene deines Daseins zu interessieren. Das ist wie ein Säugling, der irgendwann einmal sagt, das ist nicht unbedingt clever, wenn ich ständig in die Windeln kacke. Oder in die Windeln mich einnässe. Ich habe ja eigentlich die Freiheit, dass ich in einem gewissen Rahmen mir raussuchen kann, wann ich was mache. Ich sage jetzt extra in einem gewissen abgesteckten Rahmen, weil wenn du jetzt sagst, ich will gar nichts mehr machen, das wird nicht auf Dauer nicht funktionieren. Du wirst irgendwann einmal pinkeln und kacken müssen. Und wo ich das mache, die Freiheit kriegst du in einem gewissen, in unserer symbolischen Ablauf dieses Menschenlebens vom Säugling bis zum Greis. Dann wirst du irgendwann einmal das Sprechen lernen müssen, weil erst wenn du sprechen kannst, kann ich dir lesen, schreiben und rechnen beibringen. Und du wirst dann merken, damit wie innen so außen verändert sich auch dein Äußeres, der Körper, den du dir zusprichst. Du wirst mir keinen Säugling, keinen 4 Wochen alten Säugling bringen, der hier Differentialgleichungen lösen kann.
Das Schöne, das löst sich im Alter dann meistens wieder auf mit dieser positiven Alzheimer. Dann hat er auch seine Schuldigkeit getan. Was bei den meisten wieder ist, dass die zumindest wieder anfangen, die Windeln zu kacken, weil sie nichts gelernt haben. Die geistigen Exkremente um dich herum sind die Welt, die du dir ausdenkst. Und das ist ein Spiel, ein intimes Spiel, ich sage das immer wieder. Das erzähle ich nur dem, der sich jetzt dieses Selbstgespräch anhört. Und jetzt kann man natürlich da tief gehen, weil ich sage, du kannst jetzt dieses Selbstgespräch, wo ich nochmal sehr einfach und kompakt war, ohne groß Wörter aufzufängen, in diese Matrix-Sprache zu gehen. Das heißt, du musst erst einmal den Zustand kriegen, dass ich immer wieder sage, wir lassen deine Rolle unangetastet. Versteht ihr kein Deutsch? Jetzt habe ich schon einen Plural gesagt, ihr Geistesfunk. Jetzt wird einer, der wieder vorschnell Urteil sagen, der widerspricht sich ja laufend. Auf der einen Seite sagt, es gibt bloß einen, dann spricht er wieder in der Mehrzahl. Es ist wirklich nur ein Geist, der vom Bücherregal und der liest alle Rollen, der spielt alle, liest alle Bücher. Er muss sämtliche Protagonistenrollen spielen. Antagonisten können auch bloße KI sein, wie in einem Videospiel. Die Protagonisten sind wichtig. Die Hauptrolle in deinem Leben, in den jetzt momentan wahrgenommenen Leben, spielst du die Hauptrolle. Diese Hauptrolle, dieses Gefühl, dass wenn du an dich selbst denkst, als blau gelesen jetzt, als Trockennasenaffe, wenn du an deinen jetzigen Körper denkst, die Ursache ist, es baut sich in dir eine Information auf und die Ursache dafür ist dein Schwamminhalt, dein Glaube, dein Programm, wer jetzt das zurzeit sich im Arbeitsspeicher befindet. Darum ist dieser kleine Satz, es ist für mich jetzt, mittlerweile schon fast mühselig, wenn ich tausende Male dieses Wildbadsaal-Beispiel Weißenburg, diesen Saal erwähne. Ich wiederhole das nochmal. Das muss dir, ich mache mal diese Symbolik neu zu dem Boden unter den Füßen wegziehen, wenn du zuhörst, wenn du einen Hauch von Reife hast. Es macht Angst, ich weiß, es zertrümmert alles, was dir bisher logisch erschienen ist. Aber das ist das, was ist. Ich wiederhole es nochmal. In dem Moment, wo wir uns den Saal jetzt bewusst ausdenken, das sind Gedanken von uns, diese Menschen. Und wir sagen, da vorne steht dann auf der Bühne, den nennen wir jetzt einfach mal Uno und Udo. Und da sitzen 200 Menschen drin. Das sind jetzt Informationen und Figuren, die wir uns ausdenken. Und jetzt denkst du dir, du würdest in dem Saal drin sitzen. Du selber kannst nicht in den Saal drin sitzen, sondern der Saal ist um dich rum, weil du Geist immer der Mittelpunkt bist und für dich als Information auf der Verarbeitung bloß dieser Blickwinkel existiert, den du jetzt auf deiner Farbbrille hast, der untrennbar damit verbunden ist, was du selbst zu sein glaubst. Das ist die Sache, wir können mal in die Köpfe reinschauen, wir schauen mal in den Kopf von dem Udo rein, in dem Saal, der auf der Bühne steht und einen Vortrag hält. Das sind jetzt nur Worte, bauen wir jetzt eine feinstoffliche Vorstellung auf. Wenn der auf seine Farbbrille schaut, hat er vor sich 200 Gesichter in dem Saal sitzen. Das ist in dem Jetzt-Moment die Perspektive von dem Udo-Programm, rein optisch auf der VR-Brille. Gehörst du zu denen, die in der ersten Reihe sitzen, dann siehst du in der Regel, wenn du den Vortrag anhörst, meistens bloß den Udo an. Du hast bloß einen einzigen Menschen, ein Gesicht auf deiner VR-Brille. Jetzt in dem Moment. Und umso weiter du hinter sitzt, hast du dann noch Hinterköpfe vor dir, in der letzten Reihe Haufen Hinterköpfe, aber nur ein Gesicht. Das ist nachvollziehbar, du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Habe ich wirklich hunderte Male erklärt. Aber jetzt wird es ganz interessant. Du bist jetzt einer dieser 200 Menschen in dem Saal. Und ich sage, du bist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Also du hörst jetzt da den Udo zu, der auf deiner VR-Brille ist, und dann sagt der plötzlich, schließe mal deine Augen. Hochinteressant. Die 200 Figuren, die wir uns jetzt ausdenken, sind 200 blaue Ichs, das sind 200 verschiedene Programme, die bei der Eingabe, schließe mal deine Augen, zwanghaft jeder für sich an einen ganz bestimmten Körper denkt, nämlich an seinen eigenen. Da merkst du schon diese Individualisierung, wenn du zum Träumen anfängst. Mhm. Ich habe das so oft durchgespielt, und wenn ich jetzt sage, so, und jetzt stell dir vor, du bist bei dir daheim in der Küche und du stehst vor dem Kühlschrank, mach den Kühlschrank auf, im Gedanken. Dann werden 200 in 200 verschiedenen Köpfen, die wir uns jetzt ausdenken, in 200 verschiedenen Kisten werden 200 verschiedene Kühlschränke auftauchen und der Genauigkeit halber,
Außer es sind Ehepaare, die denken zwar bei Schließermann den Augen immer an den jeweiligen Körper, aber an dieselbe Küche und an denselben Tisch dran. Ich will dir erklären, dass dein Leben wirklich ein Programm, eine Matrix ist. Wir machen hier kein religiöses oder esoterisches, geistloses Geschwätz und auch kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Das alles stimmt, wo ich Schrödingers Katze, all diese Formen, alle sind richtig. Es geht mir momentan nicht um Intellekt. Das Einzige, was ich mir für dich wünsche, wohlgemerkt, ich wünsche mir das als Schöpfer, das ist der Preis der Freiheit. Ich könnte dich ja jetzt zwanghaft glücklich machen, aber dann würdest du nichts mitkriegen, dann wärst du nur ein ausgedachtes Ding, wo ich bestimme, dass es glücklich ist. Geist sein, auch wenn es nur ein Geistesfunk, ein reduzierter Geist ist, hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und das ist jetzt ein Selbstbewusstseinstest. Das Wort Test ist natürlich unheimlich wichtig. Da kommt das Wort Testament umher. Was bedeutet Testament? Auch tausendfach darauf eingegangen. Hat was mit einem Zeugen zu tun. Und immer dran denken, ein Erzeuger und das Erzeugnis, das er erzeugt, ich könnte auch sagen, ein Schöpfer und das, was er schöpft, hängt untrennbar miteinander zusammen. Es ist eine untrennbare Einheit. So wie der Denker und das, was er denkt. Und das erste große Problem, du trennst die Einheit von Denker und Ausgedachten und das ist eine Todsünde. Das ist eine absolute Todsünde, um dieses normale Wort zu benutzen. Weil du wirklich in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hättest mit all den Sachen, mit dieser Welt, die du dir jetzt ausdenkst, aufgrund deines Programms, das du dir nicht raussuchen konntest, ich betone immer wieder, den Schwamminhalt hat sich keiner raussuchen können. Mein Schwammbeispiel, auch so ein simples Beispiel, von jedem eigentlich sofort nachvollziehbar. Wir gehen jetzt immer wieder davon aus, dass du ein Trockennaseaffe bist, bei eigener Definition, der als Säugling geboren wird. Ich sage, je nachdem, in welchem Land, das du dir jetzt ausdenkst, dieser Säugling großgezogen wird, als Adoptivkind meinetwegen. Er wird im Laufe seines Lebens, das ist jetzt ein bewusstes chronologisches Denken, sich vollsaugen wie ein kleiner Schwamm. Und das ist dein ganzes intellektuelles Wissen, deine Moral, deine Vergangenheit, die du dir ausdenkst, all das. Vergangenheit, die du dir denkst, beweist überhaupt nichts. Es beweist nur, dass du ein einprogrammiertes Programm hast. Die Vergangenheit, die du jetzt denkst, die entsteht jetzt, wenn du sie denkst, aufgrund des Wissens, das du zum Denken benutzt. Also die Sache mit Hitler, egal was es ist, ich sage, es ist so lehrreich, wenn du jetzt in deine geistige Archive reingehst, ich sage ganz einfach ins Internet und holst dir irgendwelche Zeitgeschichten hoch, die immer nur jetzt irgendwelche Worte auf dem Bildschirm sind oder Bilder, flackernde Lämpchen, so oder so. Die Vorstellungen, die du aufbaust, bauen auf dem Wissen auf, das letztendlich in dir auftaucht. Und das ist das einmal das, das du jetzt in deinem Schwamm zur Verfügung hast. Und da solltest du zuerst einmal lernen, dass immer wenn jetzt gedacht, irgendwie Grieche waren in deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit. Immer der Gewinner des Krieges zuerst einmal festgelegt hat, was für eine Vergangenheit richtig ist. Also sich darauf zu verlassen, du narrst dich bis in alle Ewigkeit. Darum wiederhole ich den Anfang des letzten Selbstgespräches. Im Holofeeling erkläre ich dir, was du selbst bist. Es geht im Holofeeling nicht darum, was richtig und was verkehrt ist. Es wird dir auch nicht erklärt, was du glauben sollst und was du nicht glauben darfst. Es geht um das, was heilig ist. Was ist das heilige Ganze im Widerspruch von vielen Perspektiven. Es geht nicht darum, ob die Corona-Leugner recht haben oder die Corona-Befürworter recht haben, sondern was ist das verbindende Parameter dieses Widerspruchs? Der Mittelpunkt selbst, aus dem alles entspringt, aber nur perspektivisch. Also zu meinen, dass ich mit irgendwas parteiisch bin, dass ich es Christentum besser finde wie die Moslems, ist absoluter Blödsinn, habe ich noch nie behauptet. Es sind irremachende Fanatikerlehren, die übrigens ganz bewusst erschaffen wurden. Ich nenne das immer ganz primitiv und einfach ausgedrückt. Die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die du zu erkennen hast.
den Wahnsinn deiner Mitmenschen, die du bisher als wissende Elite betrachtet hast, die jetzt bis dato deine Informationsquellen waren. Würdest du etwas wach werden, egal welchen Professor, welchen Fachmann du dir ausdenkst? Es ist doch eine reine Siri, wie ich das nenne, eine reine programmierte KI, die eins zu eins das äußert, was hier einprogrammiert wurde. Ich lasse auch mal das Spiel von der Vergangenheit weg. Egal, auf welche Schule du gehst, du wirst als Lehrer, als relativ leerer Schwamm, leer, nicht Lehrer, ein nahezu ungefilterter Schwamm mit sehr rudimentärem Wissen, dass du Sprache verstehst, wirst du mit Dogmen gefüttert, du wirst programmiert und wenn du dann selber ein Lehrer bist, dann haust du das Zeug eins zu eins raus, was dir logisch erscheint, weil du so programmiert bist. Da kann der Udo tausendmal sagen, was sollte denn einem geistlosen Computer logisch erscheinen? Es kann ihm doch nur seine einprogrammierte Logik logisch erscheinen. Alles, was andere Programme oder Betriebssysteme, die mit dieser Logik nicht kompatibel sind, werden ihm unlogisch erscheinen. Und wenn du mal ganz wertfrei nur schaust, in dem widersprüchlichen Wahnsinn der Behauptungen, dass ich immer ein ganz wichtiger Satz, wo ich sage, dann wird der Gedanke, in den du hochkommst, so unendlich dumm und geistlos blöd können doch Menschen gar nicht sein. Weil dir das immer mehr bewusst wird. Ich sage, Menschen sind nicht so dumm. Du musst das wissen, was ein Mensch ist. Das sind Affen. Sie äffen nach. Und was ist die Ursache der Affe, der du ein Leben lang selbst zu sein geglaubt hast? Das sind deine Spiegelbilder. Denk an unseren Tetraederspiegel, wo ich immer wieder jetzt bewusst vorgestellt, vier Spiegel in Form eines Tetraeders innen verspiegelt. Ein kleines Lämpchen im Zentrum, ein kleines Licht. Und du denkst jetzt, du wärst dieses Licht, du kannst dich ja nicht selber sehen, du kannst aber um dich rumschauen. Dann hast du in der Unendlich, in dem Universum um dich herum, nenn es Sterne, verstreut, unendlich viele Lichter. Wenn ich aber das Prinzip mit den vier Spiegeln verstanden habe, sind es nur Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen von den einem Licht. Und wenn du grün leuchtest, leuchten die um dich herum alle grün und wenn du blau leuchtest, leuchten die um dich alle blau. Eine ganz grobe Metapher. Das heißt, wenn du ein dummer Narr bist und glaubst, du bist ein Trockennasenaffe, werden alle um dich herum glauben, dass sie dumme Trockennasenaffe sind. Weil das weiß doch jedes Kind, nennst du das dann. Das, was aber die Kinder, die du dir ausdenkst, wissen, es sind Kisten, wo du dir was reindenkst. Und darum bist du dann so unendlich entsetzt, wenn irgendeine Figur in deinem Traum auftaucht, die so ganz neben der Norm ist, dass du sagst, das gibt es doch gar nicht, dass der das nicht weiß. Das sind jetzt die Sachen, wo ich extra auftauchen lasse, dass du irgendwann einmal deine Vorstellung von einer Außenwelt da außen unabhängig von dir hinterfragst. Kannst du es überhaupt geben? Es erfordert eigentlich nur die Demo zu akzeptieren, dass du, ich sage immer wieder, du darfst alles glauben, du darfst alles denken, aber beschwören solltest du nur das, was du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beschwören kannst, dass ja. Du jetzt normal gesprochen für deine Logik mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib eventuell erlebt hast. Wobei das dann noch lange nicht heißt, dass das schon der Weisheit letzter Schluss wäre. Wenn du jetzt sagst, wenn ich mich an einer Brennnessel vorbeigehe, dann tut es weh. Wenn mich einer schlägt, dann habe ich Schmerzen. Das kannst du ja beschwören, das hast du am eigenen Leib erlebt. Was aber noch lange nicht heißt, dass das für jede Figur gilt, die du dir ausdenkst. Das muss nur ein anderes Programm da sein. Mhm. Denk an meine vielgepriesene Perversionen in der Sexualität. Du kannst nur schauen, was du für ein Programm hast, wie du reagierst, was dir im Kopf rumspinnt, in deiner Fantasie. Und sobald du irgendwas hörst, was dem widersteht, das ist ja für dich normal. Bist ja so normiert. Aber sobald irgendwelche auftauchen, die wo was ganz was Verrücktes machen oder wollen oder sich wünschen, kennst du jetzt wieder vom Hören sagen, hättest du dieses Programm, wär das deine Einstellung? Würdest du das so empfinden? Ob jetzt das Schönheit ist, ob das Ekel ist. Und dann haben wir schon unser ganzes Schönheitsdenken. Ich sage jetzt nur ganz kurz, Zungenpiercing oder Tattoos. Es ist eine sehr erschreckende, erweckende Erfahrung, wenn man begreift, dass alles, was man bisher als seine eigene Meinung angesehen hat, dass das überhaupt nichts zu tun hat mit deiner ureigensten Meinung. Du bist ein Geist von meinem Geist.
Und Geist hat eine ganz andere Meinung wie irgendwelche programmierten Tiere. Dazu gehören auch die Trockennasen offenbar eigener Definition. Die kulturell programmiert sind, die religiös programmiert sind und Zeitalter programmiert sind. Chronologische Zeit als Ding an sich gibt es sowieso nicht, außer du denkst dir eine aus. Das, was überprüfbar ist, dass alles, was in dir entsteht, was in dir auftaucht, jetzt entsteht und sich jetzt wieder auflöst. Und alles, was passiert, die Passion, ein Vorüberziehen, das zieht nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern in dem System, transversal. Es ist ganz einfach. Es ist wirklich, das ist das Einzige, was mir wichtig wäre, dass du das zu akzeptieren beginnst. Als dir noch, in der Form deiner Rolle. Und selbst wenn ich jetzt, wenn du jetzt Holofeeling nicht vertraust, wenn du dem Brüssel Udo nicht vertraust, dem Lautsprecher eigentlich, du musst dem Lautsprecher nicht vertrauen, du musst jetzt erst einmal Gedanken machen, wenn du jetzt träumst, was erlebst du jetzt? Du erlebst jetzt in diesem Moment deine eigenen Informationen. Der, der es erlebt, ist Bewusstsein. Und das müssen wir jetzt rot schreiben, weil dieses Bewusstsein, das wir uns jetzt ausdenken, kein Bewusstsein ist. Das auch tausendmal erklärt. Und ich sage immer wieder, ob du das verstanden hast oder nicht verstanden hast, du bist der Erste, der es mitbekommt, weil von einer Sekunde auf die andere wird sich oberflächlich betrachtet in deiner Traumwelt überhaupt nichts verändern. Es hat sich aber alles verändert, weil du jetzt dich komplett losgelöst hast, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Und es ist wichtig, dann hat man ein Mitteilungsbedürfnis. Man will dir diese Freude vor allem den geliebten Menschen mitteilen, der Familie. Jetzt fängst du schon wieder an, irgendwelchen Gedanken, irgendwelchen Tieren was erklären zu können. Du kannst es nicht einmal dem erklären, der jetzt vom Computer sitzt. No. Der du zu sein geglaubt hast, ein jetzt ausgedachtes Leben lang. Das sind nur Worte. Nicht einmal der wird das verstehen. Aber jetzt bist du mit einem Bein eigentlich schon nochmal einen Schritt weiter hinten. Du bist nicht mehr die Figur auf der Bühne, auf der Leinwand. Du bist nicht mehr der Zuschauer, der eins drüber ist und dieses Spiel beobachtet, aber immer noch zwanghaft werdet und interpretiert, sondern jetzt kommst du These, Antithese in den Bereich einer Synthese, dass du als nicht mehr existierender Geist das Wertesystem von dem beobachtest, den Intellekt, das Programm von dem beobachtest und analysierst, auf dem du ein Leben lang gelaufen bist, von dem Menschen, der du zu sein geglaubt hast. Und jetzt geht automatisch einher, dass du natürlich zwangsläufig, denk wieder an das Wilbertsal-Weißenburg-Beispiel, zwangsläufig auch in die anderen Köpfe, die anderen Wertesysteme, die anderen Programme analysierst im selben Moment. Das nenne ich Tierchen gucken. Diese vollkommene Fähigkeit, wertfrei zu schauen, und da musst du einen Punkt erreicht haben, dass du einfach registrierst, was jetzt da ist, ohne diese Sachen zu interpretieren in irgendeiner Form von Wertung, von schön oder hässlich oder richtig und verkehrt, weil es ist eben dann. Die Fähigkeit, einfach zu schauen, was jetzt ist. Du wirst aber merken, dass ich, sobald du wieder eins runterrutscht, sich jedes Mal ein Riesenschwall von Interpretationen von richtig und verkehrt, will ich nicht, und Angst eventuell in dir sich aufbaut. Eine Zukunft, die du konstruierst. Das macht dein Programm. Du kannst dir das bewusst machen mit einem stillen Frieden, mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln des Buddhas im Gesicht, der wirklich verstanden hat, was er selbst ist. Schau, dieser Satz, wie oft habe ich die letzten Mal gesagt, es ist hundertprozentig sicher, dass du nicht in der Lage bist, in 5 Minuten ein Glas Wasser zu trinken. Weil in der Zukunft nichts passiert. Es kann aber durchaus in der Zukunft, die du dir jetzt ausdenkst, die wohlgemerkt nur jetzt Gedanken in deinem Kopf sind, kann sich durchaus das verwirklichen, was du dir jetzt selbst prophezeist. Ich nenne das selbsterfüllende Prophezeiungen, bis hin zur kompletten Auflösung deines Körpers. Das ändert aber nichts an dir, Geist, du wiederholst es bloß wieder. Das ist, denke ich, Christus momentan, bis in alle Ewigkeit. Das ist der tausendjährige Feuersee in der Johannes-Offenbarung, in der Apokalypse, was ja eigentlich Enthüllung heißt, weil du dich nicht enthüllt hast. Was du eigentlich gar nicht tun musst. Das wäre wieder eine einseitige Tätigkeit.
träumen dürfen, ist so scheißgeiles Zeug. Es sind hyperrealistische Filme. Was war das zuerst? Früher hat man nur zuerst einmal mit der Schrift einen Roman. Eine reine feinstoffliche Vorstellung, in die man sich hineinbegeben hat, während du einen Roman liest. Und ich betone nochmal mit der Genauigkeit halber, wenn du jetzt, du Geist, einen spannenden Roman in dir liest, diese Geschichte in dir laufen hast, da sitzt du nicht da die meiste Zeit und hast das Buch in der Hand als Brösel. Der löst sich nämlich komplett auf. Du wirst wirklich zu einem Kino. Das wird dir, da gibt es auch nichts zu diskutieren, wenn du Geist bist. Und wenn jetzt einer diskutieren will, vergiss denn, das ist sowieso wieder bloß ein Gedanke. Die nächste Stufe ist jetzt, dass man einen Kinofilm hat. Beziehungsweise ein Theaterstück. Dann haben wir nur eine Theaterbühne, wo du zum Zuschauer wirst. Was natürlich jetzt in der heutigen Zeit perfekt ist, ist eine VR-Brille in einem Videospiel, wo du dich in eine virtuelle Welt als Person, als Spieler, als Protagonist hineinbegibst. Aber mit einer VR-Brille auf den Augen. Jetzt hast du schon die ständig wechselnden Bilder im Hier und Jetzt. Alles, was in dir auftaucht, ist auf dem Programm drauf. Das ist dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und mein Schwammbeispiel, der Schwamm saugt sich nicht im Laufe der Zeit voll. Es gibt bloß Hier und Jetzt. Du bist dein Computer und du bekommst auf einmal dieses Programm. Meine einfache Buchmetapher. Wenn du zum Lesen anfängst, sind die letzten Seiten schon da. Und wenn du die letzten Seiten liest, wenn du das Videospiel alle Level durchgespielt hast, die alle gleich, alles was prinzipiell auftaucht, auf dem Programm drauf sind, ist das Vorhergehende ihm mehr noch rot geschrieben da in diesem Programm. Was ich nicht verändert in dem ganzen Spiel ist der Spielergeist selbst, weil der eben nichts Existierendes ist. Was vollkommen Undenkbares. Das war Masi, das bist du. Und ich werde jetzt massiv deine Welt verändern. Es hängt davon ab, ob du mit mir mein Angebot annimmst. Mit mir meine ich jetzt nicht den Udo. Nicht irgendeinen ausgedachten Geist. Ich sage immer, ich bin JCH, ich stehe vor dem Bücherregal. Und in dem Augenblick bin ich du, dieses rote ICH, das jetzt dieses Buch liest, das du mein Leben nennst. Das dich zwingt, wenn du an dich denkst, an die Person, an den Affen zu denken, der jetzt vom Computer sitzt, dich einzuhüllen scheint der Schädel, wenn du an dich selbst denkst. Wir zwei spielen das Spiel. Das ist das E-Quadrat. Kann man in den letzten zwei Schriften nachlesen. Ich bin Gott der Allmächtige und die Holo-Arithmetik der 5, 6, 7, 8. Einige wenige Seiten, die so kompakt, so komprimiert sind, wo ich das komplette Wissen, diese 25.000 Seiten in einer einfachen arithmetischen Form zusammengezippt habe. Und durchaus, ich sage, mit dem Intellekt eines 13-Jährigen, wenn er neugierig ist, sofort verstanden werden kann. Ich habe jetzt mache einen kleinen raumzeitlichen Einschub. Ich habe, bevor ich das jetzt veröffentlicht habe, ist jetzt normales raumzeitliches Reden, habe ich das den Holgi mal gegeben, dass er das nochmal durchkorrigiert, weil ich so hin und her versuche, die Sätze sehr kompakt und präzise zu machen. Und jetzt bin ich auch als Brösel Udo, dass ich oft die Sätze umstelle und hin und her jongliere und dann die Wortendungen nicht aufpasse. Und dann lasse ich immer beim Holger mal drüber gehen, dass er da mal so grobe Fehler denkt, und er war dann so hin und weg, wo er sagt, das sind ein paar Stunden gewesen, das sind 18 Seiten. Hier zum Beispiel diese kleine Schrift, die Holo-Arithmetik 5, 6, 7, 8. Das Einzige, was wichtig ist, du musst, wenn du das liest, die Reife haben, dass du neugierig bist. Und ich sage, wenn du jetzt in keinster Weise eine Neugier hast, das verstehen zu wollen, du Geistesfunken, weil dein Charakter macht es, dein jetziges Leben macht es, es ist überhaupt nicht schlimm für dich. Was mir wichtig ist, dass du das, was ich jetzt nochmal in diesem Selbstgespräch so in ganz einfachen, kindgerechten Worten dir erklärt habe, dass du auf das neugierig warst, dass du das akzeptierst. Jetzt zu dieser kleinen Schrift, dass ich sage, jeder 13-Jährige, wenn du neugierig bist, es ist so leicht zu verstehen. Der Holger ruft mich dann an und er sagt, Uli, ich habe da wirklich alles nachgerechnet, bis in die geringste Kleinigkeit. Ich habe alles nachgeschaut. Das stimmt, das ist der absolute Wahnsinn. Das kann alles gar kein Zufall sein und ein normaler Mensch kann das gar nicht wissen. Ich habe noch nie behauptet, selbst als Udo, dass ich ein Normaler bin. Ich bin ein Verrückter. Selig sind die Verrückten. Wir haben keinen Ton, Holger. Das kann nur der wissen, der es gemacht hat. Wirklich und wahrhaftig.
Das ist so, das geht für die ganze hohe Arithmetik. Und ich betone immer dazu, das sind keine Geheimnisse. Meine, das hat auch nichts mit dem Gedanken Udo Petscher zu tun. Sehr wohl was mit dem Wort UP. Dass ich da immer wieder in Holger schon vorne gesagt habe, auch bei der Holo Arithmetik, es gibt nichts, was ich dir zeige, was ich dir nicht im Internet, in Gott selber, Internet ist nur ein Symbol für Gott, ein modernes Symbol, das Symbol des dritten Jahrtausends für Gott. Diese Zusammenfassung allen menschlichen Wissens, das in unendlich vielen Facetten auf den, die Bilder, B-I-L-E-T-R, die auf den Bildschirmen auftauchen können. Zusammengefasst sind in einem einzigen Kontinuum, da machen wir den Oberbegriff Internet, das kann man auch Gott nennen. Und alles, was prinzipiell auftaucht, sind Facetten aus Gott, aus dem Internet. Und dass da überhaupt nichts Neues gibt, gerade jetzt, wenn man sich speziell in dieses Riesengebiet der Kabbala reingeht. Aber der Kontext, wenn du das liest, nützt Kabbalisten, die mir uns ausdenken, überhaupt nichts. Wieso? Antwort ist wieder viel einfacher, wie du glaubst. Weil alles, was ich erzähle, niemals von irgendeinem Gedanken von dir verstanden werden kann. Egal an wen oder was du denkst, auch der ausgedachte Udo Petscher kann nichts wissen. Der kann für dich was wissen, wenn du dir denkst, der weiß ja alles. Aber ich sage dann immer wieder dazu, alles, was ich erzähle, gilt für jede existierende Person in deinem Traum. Es sind einfach nur Wellen, Gedankenwellen, die in dir selber, aus dir selbst auftauchen und mit dem nächsten Gedanken wieder verschwinden. Ich erkläre dir jetzt, dass du der Einzige bist, der im Meer ist, dass ich eigentlich du bin. Und das muss keine Angst machen. Es macht Angst. Die Angst wiederum macht dein Wertesystem dein fehlerhaftes. Etwas verlieren zu können, was du eigentlich genau genommen wieder zurückkriegst. Auch eine Sache tausendmal erklärt. Dass in dem Moment, wo du dir was ausdenkst, dir vorstellst, vor dich hindenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, dann nimmst du das aus diesem tiefsten Innersten heraus und stellst dir deshalb, denkst dir das irgendwo hin. Aber dessen ungeachtet ist es trotzdem deine Information, weil du aus dem Heiligen Ganzen nichts rausnehmen kannst. Mein schönes Beispiel, wenn du jetzt wieder normal gedacht einen Film anschaust. Diese ständige Veränderung des Arrangements von Helligkeiten auf dem Monitor, wir nennen das Bild, 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 verändert an der Datei im Hintergrund überhaupt nichts. Es ist nur herausgespiegelt, herausgerechnet. Und das kann man auch groß, ohne großen Intellekt verstehen. Und die Neugier ist halt, das Kaufmannsdenken ist dann sehr gefährlich. Ich sage, hüte dich von Kaufmannsdenken. Weil Kaufmannsdenken einhergeht mit der Person, die du zu sein glaubst. Die Liebe kennt kein Kaufmannsdenken. Das heißt, wenn du ich bist, hast du überhaupt kein Kaufmannsdenken. Ich habe keinen Hintergedanken und ich erwarte nichts. Ich würde mich freuen, ich wünsche mir, sage ich jetzt als Udo, dass du diese unendliche Freude und Glückseligkeit, die ich kenne, im roten Bereich, dass du die auch erlebst. Ich bin der Türöffner, ich öffne dir die Tür. Aber hindurchgehen musst du selber. Ich öffne die Tür und ich schließe die Tür für viele wieder, wo ich sage, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist aber nicht, dass ich die Geisteswungen aufgebe. Das sind die, die in den tausendjährigen Feuersee kommen. Ein Dach ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Dach. Ein tausendjähriger täglich Christus mal mit dir durch. Wobei selbst hier immer noch die Chronologie eines Zeitfensters von morgens, vom Aufstehen bis zum Eingeschaltet werden und ausgeschaltet werden, immer noch ein Zeitfenster von einem Tag steht. Wobei ich dann immer wieder sage, alles was passiert, passiert heute. Hayom. Heute ist der ewige Tag, der Alltag. Aber alles, was heute passiert, in einer Form von zeitlicher Vorstellung, 24 Stunden, passiert immer jetzt. Das ist bei Lichtgeschwindigkeit, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, fällt alles in einen Punkt zusammen. Der du selbst bist, der wir sind. Ausgedachterweise war mir ja immer zwei Seiten am Widerspruch, braun, schwarzes und weißes Loch gleichzeitig. Das ist in meiner Bhagavad Gita, ist das Krishna und Arjuna. Das ist das einfache Spiel. Das, was wir dann mit Worten machen oder mit der Arithmetik machen, das ist alles unheimlich göttlich perfekt. Es läuft nichts verkehrt, auch nicht mit Corona, mit Normen,
Dir wird dann irgendwann einmal so ganz klein in deinem stillen Kämmerchen, jetzt wenn du als Brüssel da sitzt, wird dir die Geistlosigkeit der Menschen um dich herum bewusst. Und ich betone nochmal, was immer noch Spiegelungen von einer bisherigen eigenen Geistlosigkeit, losgemachter Geist, nenne ich es, sind. Du lebst in der Welt einer in der Essen. Mhm. Jetzt kommt natürlich, kriegst du nichts los, sondern durch Gleichgültigkeit. Alles, was du bekämpfst, existiert. Es wird so lange existieren, solange du was bekämpfst oder nicht haben willst. Weil sobald du was nicht haben willst, wiederhole ich das in dir. Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden mehr Angst zu haben. Wenn dir nicht wieder werdet wie die Kinder, die Gotteskinder, die sind neugierig auf alles, was sie eben nicht kennen. Ich sage jetzt nicht einmal, was ihnen logisch oder unlogisch erscheint. Das ist die Symbolik bei den kleinen Äffchen, dass die alles im Mund, die wollen alles essen. Esse lateinisch, alles selbst sein, das bedeutet Holofeeling. Bis dann die Programmierung kommt von den Affen. Affen spiegeln Affen. Das ist Beppe. Das ist schlecht, das ist böse. Das bist du nicht, das bist du nicht. Und damit geht die allumfassende Liebe und damit auch die Heiligkeit, die eigene Heiligkeit verloren. Was übrigens auch wiederum wichtig ist, dass du eben hier diese Lernphase durchlaufen kannst, dass du dich so personifiziert, so real erleben kannst. Mir gefällt es immer wieder so in meinen Lieblingsdress-Sendungen, wenn irgendwelche so XYZ-Promis, die meinen, die Öffentlichkeit ist wichtig, wenn sie immer sagen, ich bin real. Dann denke ich, der Zuschauer, Brösel Udo, du Vollpfosten. Dann gehst du in den intellektuellen Bereich, wenn dir die begeistert, dass du deine Vorlesungen dir anhörst. Ganz toll, extrem lehrreich. Mir fällt jetzt spontan der Brecht ein. Was ist Erkenntnistheorie? Unendlich viel angelesenes Wissen, fließend, freisprechend vorgebracht. So denke ich mir jetzt das aus, wenn ich das Pixelmännchen sehe. Es ist ein vollkommen geistloses Rezitieren von bestehendem Wissen. Hätte man ihm was anderes erzählt, dann würde er das genauso rezitieren. Eine Siri. Und jetzt ist immer wichtig, dass ich immer die letzten paar Selbstgespräche betont habe. Und jetzt, ich muss immer wieder in dieses chronologische, bewusste Denken reingehen. Überall muss dir jeden Moment bewusst sein, jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt. Und es formt, weil du vollkommen unbewusst, automatisch mit deiner Automatik immer dran denken, Autos ist das Selbst und Matikus, Mathematik, Dummkopf, du Blödmann, Unbewusstsein. Du kannst gar nicht anders, wenn ich Worte spreche, dass du hier zwanghaft in einer Einseitigkeit von Auslegung drin hängst. Immer kontextbezogen. Denk an mein Beispiel mit Krebs. Mhm. Das gilt für jedes Wort. Die Worte sind so unendlich entheiligt. Ja. Dass man den Komplex sich bewusst macht. Mit so einfachen, kindgerechten Beispielen. Mit der Wohnung zum Beispiel. Dass du plötzlich feststellst, da steckt auch Schrödingers Katze drin. Die sind unheimlich wichtig. Die Physik, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht wichtig ist. Es ist dieses einseitig ausgelegte Vorstellungsweltbild, das du in dir aufbaust, aufgrund von Wissen. Dass du dann auch durch deine Beschwörungskunst auf der VR-Brille realisieren kannst, wenn man jetzt das Wort real als sinnlich wahrgenommene Information betrachtet. Es ist wie beim Computerspiel, um das abzuschließen. Das heißt, beim Computerspiel, wenn ich dir jetzt eine virtuelle Welt einprogrammiere, die Naturgesetze in dieser virtuellen Welt hängen nicht davon ab, weil da außen irgendeine Welt unabhängig von dem Spiel und dem Computer existieren. Immer dran denken, ich benutze gern auch dich Geistesfunk, dich Geist als Metapher, einmal die 200 Gramm rote Gnede als träumenden Geist, der immer derselbe Geist ist, aber ständig seine Form, seine Information verändert, ohne dass sich an ihm was verändert. Oder den Computer, der ständig wechselnde Bilder auf dem Monitor hat, die an dem Computer als Ding an sich überhaupt nichts verändern und auch nicht an der Datei, wo die Bilder herausgeneriert waren. Das ist jetzt also, dass hier in der virtuellen Welt dieses Umdrehen der Kausalität, deine Elite an Naturwissenschaftler leben in dem Wahn, dass die glauben, da außen ist eine Welt, die war schon da, bevor es Menschen gegeben hat. Dieses heliozentrische Weltbild.
Das ist so alles nachgeplappertes Wissen. Und dass da gewisse Naturgesetze sind. Und dass der Mensch jetzt so weit ist mit der modernen Computertechnik, das ist ja auf deinem Programm drauf, dieses Wissen. Dass man das jetzt relativ gut simulieren kann, die ganzen physikalischen Gesetze, all das ganze Zeug. Und jetzt habe ich so oft tausendmal erkläre ich, dreh das um, du drehst die Kausalität um. Mein Klingelingeling-Beispiel. Es klingelt in deinem Kopf, wenn du träumst, nicht weil außerhalb deines Traums einer ist, der dich anruft, sondern den denkst du dir aus, weil es klingelt. Ja. Deine Mutter, die du dir jetzt ausdenkst in Bezug als Gebärerin des Trockennasenaffens, der du zu sein glaubst, die erschaffst du, wenn du an sie denkst, sie erschafft dich, dich Geist. Weil existierende Dinge einfach so sind, in dir so in Erscheinung treten, wie du dir das ausdenkst. Und die Ursache dafür ist dein Programm, dein Schwamminhalt. Ich kann in einer virtuellen Welt die Naturgesetze verändern. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich habe immer, ohne nochmal darauf einzugehen, wenn wir jetzt ein Computerspiel, Golf spielen am Computer, kann ich den Ball so fliegen lassen, dass er sich hier in der Bewegung, es ist eine minimale Veränderung von dem Programm. Und alles, was du jetzt real sinnlich wahrgenommene Welt nimmst, ist nur das auf deiner Farbbrille. Du kannst Wunder vollbringen ohne Ende, du musst aber das Programm verändern. Erweitern. Vervollkommnen. Nenn es, wie du willst. Aber dieses Programm, von dem ich jetzt rede, das ich in Holofeeling ansatzweise dich neugierig drauf mache, dieses Matrix-Programm, das Schöpfungsprogramm deiner Traumwelt, kann niemals irgendein existierender Affe verändern. Der muss sich zuerst einmal verwandeln in den Geist, der sich den Affen ausdenkt, der du eigentlich schon bist. Du musst dich da nicht einmal hinverwandeln. Ich sage immer wieder, das, was du die ganze Zeit bist, was du schon immer bist, kannst du nicht und musst du nicht werden. Du musst dich bloß wiedererinnern und dazu ist jetzt Holofeeling da. Und diese Wiedererinnerung hat nicht das Geringste zu tun, dass du an einer momentan gespielten Rolle was verändern müsstest. Es wird sich massiv verändern, wenn du anfängst, dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen, mit dem, der immer ist, dann wirst du nämlich merken, dass all das Leid und all die Ängste, die du dir mit dieser fehlerhaften, geistlos nachgeplapperten, bindestrich einprogrammierten Logik selbst in dir generierst, dass die eigentlich bloß alles Fallen sind. Die Welt, die ganze Welt, die du dir ausdenkst, ist das, was der Fall ist. Behauptet zumindest ein Wittgenstein. Aber was ist der jetzt? Ein Gedanke. Wieso behauptet er das? Weil ich mir jetzt an Wittgenstein denke und ich bestimme, dass der das geschrieben hat, seinen Tractatus Logicus. Jedes Liedchen, die banalen Liedchen früher in Almener Dämmer mit seinen kleinen Liedchen, jeden Komponisten, den ich mir ausdenke, der wird das komponieren und das hinschreiben an Text, was ich mir denke. Selbst das, was du machst, was du bisher getan hast, ist einfach ein Konstrukt. Es bezieht sich hier das, was ich göttlich nenne, selbst wenn du in den Bereich des roten Ichs kommst. Deine jetzigen Vorstellungen, dafür habe ich in Erwachen, wie ist das Selbstgespräch? Erwachen, glaube ich, ist im Anfang drin. Die Sache mit der Ameise, wenn ich dich jetzt schrumpfe mit deinem Intellekt auf die Größe einer Ameise und ich gebe dich in einen Ameisenstaat rein, ohne dass ich an deinem jetzigen Wissen irgendwas verändere, dann bist du rein vom intellektuellen Wissen im Vergleich zu deinen Ameisen um dich herum, bist du ein Gigant. Mit einem Wissen, das in keinster Weise auch nur ansatzweise von irgendeiner dieser Ameisen verstanden werden kann. Und das Beispiel mal gebracht, dass du ungefähr weißt, wie sich der Udo, wenn ich in deinem Traum als Brüssel Udo auftauche, ungefähr fühlt. Und da beispiele ich ganz nebenbei einen absolut ganz unscheinbaren Namen. Weil die wesentlichen Sachen, die ich dir versuche mitzuteilen, ich sage als Udo, ich kann nicht einmal Englisch, ich kann nicht einmal richtig Hochdeutsch. Wie oft habe ich das schon gesagt? Wenn ich Vorträge und ich gehe dann in die Wörterbücher rein, ich spreche übrigens jetzt bewusst ausgedacht, immer absolut frei. Ich mache mir auch keine Notizen oder irgendwas. Das heißt, wenn ich dir sage, was das Wort bedeutet, ich bringe das dann zwar oft auf den Bildschirm, aber wenn du genau aufpasst, ich weiß das schon mal vorher, was kommt, bevor ich die Bilder aufmache. Ich habe da nicht vorher irgendwas gelernt. Die Trini, die auf dem Hochhausdach, die sagt, spiel mir mal schnell das Hubschrauberprogramm ein. Ich habe so vielen schon angeboten, Professoren, die sollen zu mir kommen, egal in welchem Fachgebiet du hochdotiert bist, ich lasse dir so die Luft raus. Diejenigen, die das bisher ausprobiert haben, das sind einige gewesen. Die haben das alles akzeptieren müssen. Und die, die es meinen, das gar nicht nötig zu haben, den Dilettant-Batcher,
ich will ja keinen Besuch, darum geht es gar nicht. Das sind alles aufgeblasene KIs, Schaumschläger, die so leicht zu durchschauen sind, die so in ihrer Matrix drin hängen. Ich verweise diesbezüglich zu dem Teil 5, Teil 6. Cinema Paradiso ist in dem Ordner mit drin, ein Vortrag, der fünfte und der sechste Teil mit dem Anhang. Der Petra-Brief, da ist eigentlich für einen Einsteiger alles drin. In dem Vortrag in diesen zwei Teilen und vor allem vorher den Petra-Brief zu lesen, wo ich auf den Udo Petscher nochmal eingehe. Also ich habe noch nie einen Vortrag machen wollen, noch nie einen Pfennig Geld verlangt. Ich habe auch kein Facebook, kein WhatsApp, kein Internet. Mich interessieren die Menschen nicht. Wieso soll ich mit denen kommunizieren? Und das, was jetzt hier auf diesen Kanälen ist, dieses Selbstgespräch zum Beispiel, das mit dem Redo, das ist bekannt, das sind 100, 150 Mann seit fast 20 Jahren, so wenn mehr waren. Und die sind auch nur Gedanken, die werden auch nicht überleben. Du bist der Einzige. Ich erkläre dir, was du selbst bist. Du bist der Einzige, der immer ist. Du bist auch der Einzige, der diesen Traum überleben wird. Genau zuhören, wenn ich sage, du bist der Einzige, der diesen Traum überleben wird. Wir, die heißt wir öffnen. Man kann das noch vielfältiger machen. Aber was interessant ist, ist das Wort überleben. Weil mir über das, was du überlegst, ist dein über dir seiendes Leben, wenn du immer bist, in unserer Meermetapher. Wie war das nochmal? Bereshit bara Elohim. Normal übersetzt, im Anfang erschuf Gott. Dieses Bereshit darüber heißt eigentlich genau genommen, eingeteilt, inmitten Beresh, inmitten dieses Kopfes, Shit wird etwas aufgebaut, hingestellt, ihr könnt jetzt sagen, ausgedacht. Aber selbst das inmitten des Kopfes ausgedacht, das bleibt in dem Kopf. Dann kommt das Bara, das heißt etwas herausschöpfen. Aus was? Aus El Hayom, was mit Gott übersetzt wird. Wir wissen das ja. Das heißt eigentlich, El ist nichts aus dem Nichts, All. Des Meeres, Yom. Hayom ist das Meer. Heißt auch Gott das Meer. Interessant ist es Ella alleine. Das ist ja ein Riesen in der Theologie, wenn du jetzt Theologie studierst, Hebräisch studierst, ist dieses Wort in sich selber schon ein Kleinod, weil jetzt hast du mal feststellen, Widersprüche in sich selber. Wir haben jetzt erst einmal dieses AL, dieses Nichts, das Schöpferlicht, AL, rot gelesen mit Holofeeling. Dann kommt das H, ist die Quintessenz. Dieses Ella ist erst einmal zum einen der Besitzanzeigen des Vierwort in Bezug auf Frauen, das heißt ihr Nichts. Es macht das Wort All aber auch weiblich, ein weibliches Nichts. Ein ausgedachtes Nichts, könnte ich sagen. Uninteressant, in jedem Wörterbuch kannst du nachlesen, das heißt beschwören. Beschwören und Fluch. Beschwörung und Fluch. Wenn wir jetzt nur dieses LH stehen lassen, als Beschwörung und Fluch, in jedem Wörterbuch nach, dann heißt es inmitten dieses Kopfes, schöpft man selbst mit seinen Beschwörungen und mit seinen Flügen Himmel und Erde aus sich heraus. Es wird immer so sein für dich, wie du das beschwörst. Und dieses Yom ist jetzt erst einmal Mehrzahl in Bezug auf Männliches und eine Dualform. Habe ich so oft angesprochen. Das heißt, du hast dann zwei Beschwörungen. Wenn du Ja sagst, sag Ja, Ja oder Nein, Nein. Das liest du dir einfach in diesen letzten kleinen, in dieser kleinen Schrift, die Holoalikmetik der 5, 6, 7, 8. Da gehe ich auf diesen Bibelvers ein. Aber das muss man jetzt nicht wissen, das ist jetzt neu. Irgendwann hast du die Reife und du wirst neugierig. Dann sagt selbst eine Kästin irgendwann, nach mehreren Jahren jetzt raumzeitlich ausgedacht, ein Brösel, der Geist, der jetzt die Kerstin zu klein zu sein glaubt, diese Rolle der Kerstin spielt, ich muss mich doch einmal hinsetzen und mir die Zeichen genauer anschauen. Und ich sage, wenn du das machst, weil es dich wirklich interessiert, ist es in Ordnung. Wenn du das machst, weil deine Logik dir einredet, ich muss das ja wissen, um ewig zu leben oder frei zu werden, ziehst du die Arschlochkarte. Ich will diese kindliche Neugier in dir erwecken auf was Neues, auf was vollkommen Neues. Ich verweise wieder auf diesen jetzt ausgedachten Nobelpreisträger Feynman. Diesen Brief, dieses kleine Schreiben am Ende von Du bist ich. Die Wissenschaft, die sich komplett in der Kommerzialität verloren hat.
dass ich sage, es ist so unendlich unmenschlich, bei was deine Welt um dich herum ist, Sodom und Gomorra. Und am Anfang des Satzes habe ich gesagt, ich biete dir jetzt an, dass du in die Arche steigst. Mhm. Diese Welt werde ich gnadenlos vernichten. Mit allem, was drauf ist. Die große Sündflut wird sich jetzt wiederholen, aber nur für die, die nicht in die Deba steigen. Arche, dieses Wort Arche im Hebräischen heißt ja Deba, beziehungsweise ja. Deba ausgesprochen. Und dasselbe Wort ist ja die Kiste, der Kasten und das geschriebene Wort. Wenn du nicht in das Wort steigst, aber was W, das doppelt aufgespannte Ort. Wo ist der doppelt aufgespannte Ort? Der eigentliche Ort ist das hier. Ja. In deine eigene Mitte. Ich bin, du beginnt von außen nach innen, muss führen der Weg und mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Stich. Ja. Übrigens kannst du da gar nicht hineingehen, da bist du schon immer. Du musst dich bloß wieder erinnern, dass du da schon immer warst als träumender Geist. Dass du immer das Zentrum bist, egal was du um dich herum dir ausdenkst. Was du dir vorstellst oder hinter dich denkst, was du dir über dich oder unter dich denkst. Ja. Du selbst bist niemals oben oder niemals unten. Du bist im Meer der Mittelpunkt von allem, was du dir ausdenkst. Und alles, was du denkst, besteht nur aus Punkten. Selbst wenn du dir jetzt eine Linie ausdenkst, ich nenne es einmal nicht Strecke, sondern Linie. Was ist eine Linie? Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Eine Linie ist eine Reihe von Punkten. Jetzt wissen wir, dass Reihe zuerst einmal auf Hebräisch Resh, Ein, J, Spiegel heißt, in Rot gelesen, symbolisch in der Vatersprache, der Kopf des Schöpfergottes. Und He lassen wir mal entweder als Wahrnehmung oder als Quintessenz stehen. Das heißt, eine Linie oder eine Strecke ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung von dimensionslosen Nichtsen. Jetzt denken wir an den einfachen Spiegelturm. Wir haben einen einzigen Punkt, das bist du. Das ist der Mittelpunkt. Und sobald du einen Spiegeltunnel vor dir aufpasst, ich bleibe mal nur in dieser eindimensionalen Vorstellung von Tiefe, sind all die Lichter und Spiegel, die du vor dir siehst, ja, sind dimensionslose Nichtse, die nur die Visionen von den einen Punkt darstellen. Dann wäre das Pi. Das heißt, ich muss mir jetzt das vorstellen, aber was ich mir vorstelle, oder quer, B3D nennen wir das übrigens, breit, in der Longitudinalachse vor mich, das hast du übrigens im Spiegel, sind erscheinende Augenblicke. Vor mich hinstelle, ich mache immer ein Zeitfenster oder ein Raumfenster, was im Prinzip dasselbe ist, ob ich das jetzt hier 500 Kilometer nenne, was ich vor mir ausdenke, oder ob ich das jetzt hier 5 Stunden oder 2 Jahre nenne, spielt keine Rolle, weil ich der Mittelpunkt bin. Das ist das Volumen der Raum um mich herum. Das Volumen heißt Rolle. Mhm. Das, was um mich herum kreist und rollt, das ist die Fourier-Transformation. Aber das ist, Physik ist unheimlich wichtig. Physik ist Religion, extrem geistreiche Religion, wo man es nicht entheiligt mit Trockennocken auf dem Geschwätz, dass man geistlos nachäfft. Und ich kann jetzt nochmal sagen, wenn du bis jetzt durchgehalten hast, egal wer du zu sein glaubst, solange du so Brösel bist wie Ariane oder Kerstin, ist es eigentlich überhaupt leicht zum Annehmen. Aber immer wenn du jetzt in deinen Traum die Rolle eines solchen Professors spielst, egal in welchem Fachgebiet, eines religiösen Menschen, eines Religionsführers, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich denke jetzt ganz bewusst an jemanden, an einen Rabbi, einen obersten Rabbi von Bamberg, der mal bei mir war. Das Erste, was ich zu ihm, der war entsetzt, der so nichts weiß von der Dora. Ich habe gesagt, das Erste, was ich gesagt habe, halt den Mund. Du spielst deine Rolle als Rabbi weiter, du musst die Figuren in deinem Traum nicht aufklären. Nur einen einzigen dich selber. Und zu Lehrern, meine Feddings, meine Helene, alle jetzt in Ruhestand, die waren ja alle noch aktiv Lehrer. Wo ich ganz klipp und klar sage, nein, gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Du lehrst ganz normal den Schulstoff, den du hier vom Kultusministerium vorgesetzt bekommst, nehme ich an, macht es, oder die Schulbehörde. Das sind ja auch Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Also da läuft nichts verkehrt. Da war ein Riesen, ich habe das so oft gesagt mit dem Peter Fetting, ein Riesenkonflikt, wenn er sagt, wenn ich jetzt Erdkundeunterricht das heliozentrische Weltbild gebe, ich weiß mittlerweile, dass das nicht stimmt. Ich sage, es ist trotzdem
ein Wissenselement vom Heiligen Geist in der Korbe stecken. Ich weiß auch, dass wenn ich einen Führerscheinprüfungsbogen habe, dass der voller Fehler ist. Aber da ist doch nichts verkehrt gelaufen. Der ist doch ganz bewusst voller Fehler erschaffen worden, um zu prüfen, ob du die Reife schon hast, die zu erkennen. Die Fehler in deiner Welt ist, was führt zu Konflikt? Es ist nicht verstanden sein mit irgendeiner anderen Meinung, ob das jetzt eine religiöse oder politische Meinung ist. Es ist dein Konflikt. Du träumender Geist bist der Einzige, der mit diesem fehlerhaften Programm leiden muss. Figuren von dir leiden sowieso nicht. Nichts existieren, das kann was wahrnehmen oder was empfinden. Jetzt könnte ich wieder sagen, okay, jetzt denkst du dir, deine Hand haust und haust mit einem Hammer auf die Hand drauf. Ich garantiere dir, die Hand kriegt das gar nicht mit. Das ist ganz, es ist ein Hammerbeispiel. Im wahrsten Sinne. Und die Tiere, die leiden müssen, vergiss es. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Für dich, du bist der Richter über alles und jeden. Und du wirst jetzt feststellen, selbst wenn du jetzt dein Programm verbessern willst, das Erste, was dir bewusst wird, wenn du wirklich wertfrei schaust, dass dieser Idiot, programmgesteuert, der du selbst bist, schon wieder versucht, Einseitigkeiten anzustreben. Du sollst das Programm nicht verbessern, weil besser ist es Gegenteil verschlechter. Wenn, dann sollst du es vervollkommnen, aber das Heilige ist schon vollkommen. Du musst nicht etwas vollkommenen, du musst meine göttliche Schöpfung, die sowas von vollkommen ist, das deiner bisherigen Vorstellung von vollkommen sich wirklich um geistige Welten entzieht. Das ist göttlich. Alles. Solange du in Facetten rumgrätscht hier und dann meinst, du müsstest von den fünf Facetten eine auswählen und intronisieren als die einzig richtige. Dazu gilt auch die Vorstellung von Vollkommenheit. Mhm. Von Schönheit. Schön setzt hässlich, vollkommen setzt unvollkommen. Gesund setzt krank, hell setzt dunkel und gut setzt böse. Von dem will keiner was wissen. Von dem in der Mitte, der man selbst ist. Es ist kein religiöses Geschwätz. Nimm es als Geschenk an. Komm mir etwas entgegen im Vertrauen. Das heißt, wenn ich sage, du musst nur noch einem vertrauen, nämlich dir selber, deinem eigenen Wissen. Das ist Holofeeling, ist dein ureigenstes Wissen, weil ich nämlich du bin. Und jetzt sage ich nochmal zum Abschluss, der Gedanke Udo ist mit Sicherheit nicht der Gedanke von dem, der du jetzt zu sein glaubst, aber der sich jetzt die beiden Brüssel ausdenkt, den Udo sich ausdenkt und sich selbst als Affen vom Computer jetzt. Der sich das ausdenkt, den meine ich mit ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, nur noch an das zu denken, an das du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Wenn du aufgehört hast zu glauben, du bist dieser Gedanke, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Ansonsten lassen wir die Rolle komplett unangetastet. Das ist mir sehr wichtig, darum betone ich das immer wieder. Ich rufe hier nicht zu einer Revolution auf. Geh in deine Sekte weiter. Aber du wirst irgendwann einmal merken, nicht, dass das unerträglich wird, was die Menschen um dich herum sagen. Und wenn es die eigene Familie ist, lies doch einmal mein Neues Testament. Wenn sie heißt, solange du deinen ausgedachten, füge ich jetzt hinzu, deinen ausgedachten Vater, deine ausgedachte Mutter, dein Affenvater, deine Affenmutter, deine Affengeschwister mehr liebst als mich, Geist, das hast dich selber. Ist eine, auch der Egoismus hat zwei Seiten. Es gibt einen roten Egoismus und einen blauen Egoismus. Der blaue Egoismus macht dich zu einem einseitigen Rechthaber und der rote Egoismus macht dich selbstlos. Vollkommen selbstlos. Das Selbst kann man natürlich auch rot und blau lesen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das ist das blaue Selbst. Und wer denkt sich das dann? Das ist das rote Selbst. Das bist du selbst als Geist. Das ist das Wir. Weißt du, dieser einfache Satz, der immer ist, El Hayom, Gott das Meer, ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte davon. Jeden Gedanken, den du denkst, jegliche Art von Information, vom feinstofflichsten Hauch eines Gefühls, das in dir aufwirft, das Gefühl von Hunger, von Traurigkeit vielleicht, von Melancholie, erahnbar, noch gar nicht irgendwie realisiert,
bis hin zu einer richtig feststofflich massiven Wahrnehmung eines riesen körperlich wahrgenommenen Schmerzes oder eines Ambosses, den du versuchst hochzuheben. Es sind alles Informationen. Es sind verschiedene Gedankenwellen. Wenn du an Trockennasenaffen denkst, denkst du verschiedene Gedanken. Wenn dein Problem ist, du sagst, die Welle bin ich und alle anderen Wellen bin ich nicht. Das sind Sätze, die ich 100-mal wiederholt habe. Das ist doch ganz klares, einfaches Deutsch, geh den Gedankengang mit. Ist es so oder ist es so? Jetzt möchte ich, dass du den Kopf schüttelst und sagst, es war bis dadurch so. Ab jetzt nicht mehr. Das bedeutet Holofeeling. Und dann wirst du anfangen, dich selbst als heiliges Ganzes unendlich zu lieben. Dann wirst du ich. Dann wirst du jede einzelne Facette von dir lieben, die in dir auftaucht. Nicht der Schmalz von Liebe. Die rote Liebe ist selektiv. Das geht nur, Entschuldigung, die blaue Liebe ist selektiv. Weil es eine Selektion von was ist, wo du sagst, ich liebe es, und automatisch sind die ganzen anderen Sachen im Hintergrund. Zumindest im Hintergrund. Das heißt nicht einmal, dass du sie noch nicht liebst. Die rote Liebe ist allumfassend. Und dann wirst du neugierig, wann auf neue Wellen, auf vollkommen neue Wellen, die dir jetzt noch fremd und gefährlich und böse erscheinen. Zum Beispiel eine dieser komplexen, großen Grundwellen, ist, die nenne ich jetzt einmal Holofeeling. War neugierig auf Holofeeling, auf dieses Gefühl, alles zu sein. Dann wirst du neugierig auf die große Liebe, die du letzten Endes selbst bist. Jetzt lass mal es gut sein. Ich sehe gerade 1:26:11. Schönes Schlusswort. Ich sage, spiel doch eine Runde, Mensch. Knaller. Danke. Tschüss. Tschüss.